wirkliche Sicherheit. Anfang November wird die Rettungsgasse von Bundesministerin Doris Bures gemeinsam mit der ASFINAG und Vertretern der Blaulichtorganisationen vorgestellt. Diese Frage, wie schnell ist man an einen Unfallort und kann dort Hilfe leisten, das entscheidet wirklich sehr oft über Leben und Tod eines Unfallopfers. Es entscheidet natürlich auch oft über die Frage, wie schwerwiegend sind die Unfallfolgen oder gibt es gute Heilungschancen. Die Autofahrer, die in der Autobahn ganz links fahren, also auf der linken Spur, sollen möglichst an den linken Fahrbahnrand fahren, die anderen nach rechts. Also bei zweispuriger ist es ganz einfach, auch bei drei und mehr Spuren ist es klar, links die linke Fahrspur nach links zum Fahrbahnrand, alle anderen nach rechts. Dabei ist auch der Bahnenstreifen, soweit es notwendig, mitzubenutzen. Der ASFINAG hat beschlossen, eine umfassende Informationskampagne zu machen. Einer der Startpunkte ist heute mit der Pressekonferenz, mit der entsprechenden Erklärung dazu. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten intensiv über sowohl Radio als auch Fernsehen bzw. über die Printmedien alle Autofahrer informieren bzw. die Möglichkeit geben, sich zu informieren. Auch das Internet werden wir intensiv nutzen. Also all die bestehenden modernen und bestehenden Medienkanäle werden wir bespielen, um die Autofahrer informiert zu halten. Denn sie funktioniert nur dann, wenn alle Autofahrer informiert sind, dann kann die Rettungsgasse gebildet werden. Ab 1. Jänner ist die Rettungsgasse auch in Österreich Pflicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter rettungsgasse.com. Bei Staubildung Rettungsgasse!